So, da ist die Maschine. Dreimal in Folge Last Man Standing bei Ninja Warrior Germany. Was geht in diesem Jahr? Er hat noch eine Rechnung offen mit dem Mount Midoriyama. Er war schon mal da und da will er wieder hin. Wir begrüßen den 25-jährigen Studenten aus Köln. Hier ist Alexander Wurm. Einer der 7 Athleten, die sich das Finalticket schon in der Vorrunde sichern konnten. Im Halbfinale ist er deshalb außer Konkurrenz gelaufen, aber am heutigen Abend gilt auch für ihn, er muss abliefern. Ja, wer Alex Wurm kennt, der weiß, wie effizient er durch den Parcours geht. Also ich mache mir da im Normalfall gar keine Sorgen, dass er irgendwie Probleme mit dem Zeitlimit bekommen könnte. Oh, ein erster kleiner Fehler von Alex Wurm. Das ist gar nicht so wenig knapp gewesen. Guck mal, wie weit da. Das war knapp, aber er ist durch. So, jetzt der Schleuderstamm. Für viele Athleten ein Angsthindernis, für Alex Wurm kein Problem, wie man hier sieht. Er ist per se für alle, die neu als Fans dieser Show dazugekommen sind, ein herausragender Sportkletterer. Das ist keine wirklich schlechte Grundvoraussetzung, aber was ihn wirklich auszeichnet, ist die mentale Stärke. Alex ist von sich aus schon jemand, dem es immer wichtig war. Wir haben da auch früher mal Filmbeiträge gesehen, wenn er meditiert hat, wenn er Yoga gemacht hat, der ruht in sich. Das heißt nicht, dass er nicht angespannt und vielleicht auch mal nervös ist, aber er kann das vielleicht am besten mit sich selbst klar machen, für sich selbst regeln. Jo. Ich gucke aber schon ein bisschen auf die Zeit bei ihm tatsächlich. Da bin ich jetzt ehrlich, weil er ist. Natürlich, wir kennen ihn, der kann das alles gut einschätzen, aber der ist schon auch sehr entspannt unterwegs, was die Zeit angeht. Ja, Max ruft es auch gerade rein. Ein bisschen Gas sollte er geben. Ja, guck. Das könnte interessant werden, weil er auch sagt, ihm liegt dieses, im Vergleich zum Beispiel zu Ninja Warrior All-Stars, dieses. Du meinst, dieses dynamisch Schnelle liegt ihm weniger. Ja, genau. Aber ich nehme alles zurück, was ich gerade gesagt habe. Alex Wurm hat gerade den Turbo gezündet, weil er gemerkt hat, dass es knapp wird. Der kann das dann, auch wenn die Fliehkräfte dazukommen, einfach halten, weil er unfassbar schraubstockartig zupackt. Ja, und da hat er es gerade nochmal bewiesen und holt da die komplette Zeit, die er da vorne vielleicht verplempert hat, raus und ist jetzt safe. Und es bleibt auch in diesem Jahr in Staffel 6 dabei. The man to beat, der, den du packen musst, ist gerade an der Wand. Das ist Alex Wurm. Der Typ ist unglaublich. Bockstark, hat richtig Körner. Wenn ihr die auch habt, dann gibt's weitere Videos hier. Und ganze Folgen bei RTL Plus hier. Aua. Tut weh? Ja, ist echt stark.